So, ich fange zuerst mit denen an, die kaputt sind. IGBT, Treiber von Konzept. Der Stift ist leider schon kaputt gebrochen. Das bedeutet, das ist eine gute Firma, weil die gibt nicht so viel Geld aus für ihre Werbegeschenke. Funktioniert leider nicht mehr. FGH, unser Wissen, ihre Sicherheit. Wofür könnte das stehen? Forschungsgruppe, keine Ahnung. Funktioniert leider auch nicht mehr. Team Prevent BAD. Bad. Weiß nicht, irgendwas Medizinisches würde ich schätzen. Hier, der ist von Omikron, aber der ist kaputt. Lass ihn nicht mal einfahren und schreibt auch nicht mehr so gut. Aber davon habe ich mehrere. So, die hier sind alle von Omikron. Ich habe sie noch alle vollständig hier. Das hier sind so Textmarker und Kulis. Die funktionieren noch. Ja. Da habe ich mein Industriepraktikum gemacht in Österreich, Vorarlberg. Deswegen habe ich so viel davon. Die hier sind von der TU Chemnitz. Textmarker, Kuli. Das ist eine Uni. Die zwei hier sind von der RWTH Aachen. Das ist eine andere Uni. Die eine ist ungefähr hier, die andere ist ungefähr da. Das hier sind Kulis vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Mediation. Ja, das sind sowas wie Richter. Richter für einen kleinen Mann. Davon habe ich drei, das ist Union Hotels. Die sind wahrscheinlich noch von meinen Dienstreisen, weil wir waren oft in Best Western Hotels, aber ich glaube, da wird Best Western draufstehen. Ja, vielleicht gehört das dazu, muss mal googeln. So, ich glaube, das hier ist der coolste von allen. Mit LED-Leuchte. Ja, irgendwie kann man da auch hier mit schreiben. Von Cisco. Irgendein IT-Unternehmen, ne? Funktioniert noch, erstaunlich. Steht da drauf. System.com Go University Jobs. Dr. Stein Immobilien Chemnitz. Sehr edler Stift. Ich glaube, das war zum Mietvertrag unterschreiben. Power Integrations. www.power.com. Ich glaube, die machen auch irgendwas mit Elektronik. So, der Herr gehört entweder zur TU Chemnitz oder zur RWTH Aachen. Fachschaftsrat Elektrotechnik, Informationstechnik, ETIT. Financial Times Deutschland. Ich würde jetzt spontan sagen, das ist von irgendeiner Zeitschrift? Fachjournal? Keine Ahnung. VDI Wissensforum. Verbund Deutscher Ingenieure. Trianel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die machen Energiekabel. Das ganz kurz zu erkennen. Oh, warte, hier steht's. Fokussieren. KAS. Konrad Adenauer Stiftung. Keine Ahnung. Intel Software. Transform your code. Klinikum Chemnitz. Auch ein sehr guter Stift. Aus dem Krankenhaus, das ist ein Krankenhaus, ja. Sketch. Tja. Also wenn das ein Stift von irgendeiner Messe ist, dann ist das auch irgendwas mit IT oder Elektrotechnik.
FGH, das hatten wir eben doch schon mal. Unser Wissen, Ihre Sicherheit, FGH-MA.de. Das hier scheint die neuere Variante zu sein. Der funktioniert nämlich noch im Gegensatz zu dem hier. Dann haben wir hier extra ohne das Zeichen vom ersten deutschen Fernsehen und hier zweites deutsches Fernsehen. Ja, das sind öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Jeans Live. Ich würde spontan sagen, das ist ein Textilhersteller, ein Hosenhersteller. Ich glaube, da kann man Jeans kaufen. Nexans, das weiß ich, die machen Kabel. Sowas hier. AC Ryan. Pro Modding, Pro Data, Pro Cables. IT irgendwas mit Programmieren. Kurenta, Leistung für Chemie und Industrie, Fortbildung, ja, das ist so ein Dienstleister oder keine Ahnung, irgend so ein Unternehmen, das macht die Energieversorgung für Chemiewerke, ich weiß es nicht. Funai, Digital Visual Entertainment. Irgendein Japaner. Japanische Firma. Sensitec, das weiß ich auch. Die stellen Stromsensoren her. Magnetoresistive Stromsensoren. So, das ist eine Kombination aus einem Textmarker und einem Kuli. Motivationsspritze. www.absolventenmesse-mitteldeutschland.de. Ich glaube, das habe ich aus Sachsen. Wittenstein Jobs. Wittenstein, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein interessanter Bleistift. Weil das Holz hier auch schwarz ist. Genauso wie bei Fraunhofer. Steht nicht drauf, welches Fraunhofer ist wohl ein Universal-Werbegeschenk. Hier. Best Western Plaza Hotel. Plazahotel.nu. Wo ist denn das her? Es könnte von einer Dienstreise stammen. Und es ist kein Kuli. Es ist ein Bleistift. Dann haben wir noch den hier, Elaffe. Das weiß ich, die stellen Inwheel-Motoren her. Es ist ebenfalls ein Bleistift. Ah, man kann da. Cool. Schwarzer Kuli. Muss dann darauf drücken, dann geht's zurück. Blau. Rot. Nee, da ist der Blau. Der ist Bleistift, schwarzer Kuli, blauer Kuli und roter Kuli in einem. 6 Stifte von IKEA. Und eine von Hornbach. Ach nee, warte, 7 von IKEA. Bein vergessen. Ein Bleistift mit Geigen drauf oder sowas. Da steht Vienna World drauf. Vielleicht irgendwie was von irgendwelchen Symphonikern. Aus Wien. Gut, das waren jetzt erstmal alle Stifte. Ja, ich fand es ganz interessant, wo die Stifte überall herkommen, die man so in 10 Jahren angesammelt hat. Was für eine Geschichte die haben. Da kann man mal sehen, wo ich überall war.